Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, neue Runde, neue Folge. Und wo stehen wir hier? Wir stehen beim Shop, denn ich habe einen neuen Mod dabei, den ich jetzt auch gerne mal selber mal antesten möchte. Gesehen hatte ich den dementsprechend zum Download schon vor ein paar Tagen. Hubschrauber, es gibt jetzt tatsächlich für LS15 Hubschrauber. Vielleicht gibt es mittlerweile schon mehr Varianten, bisher gibt es diese beiden, das ist eine Spritzkombination und ein Transporter. Ich weiß gar nicht, beide testen wollen. Ich glaube, ich will erstmal den großen hier haben. 85.000 ist ja auch lächerlich. Ne? Also der Preis in Wirklichkeit sollte vielleicht eher 5 Millionen sein. Das ist ein Mod, wie gesagt, nicht von mir eingestellt. Deswegen kann ich jetzt nichts dafür, dass wir den so günstig kriegen. Ist auch nicht 85.000 am Tag oder so, sondern das ist tatsächlich 85.000 Kaufpreis. Ich meine, für 10 Millionen oder so wäre das vielleicht in Ordnung. Hier ist er. Ein kleiner, aber feiner Hubschrauber. Jetzt wird man auch wieder was sagen, wozu braucht man denn das eigentlich im Landwirtschaftssimulator? Also man kann hier transportieren tatsächlich, man könnte Traktoren zum Beispiel von A nach B bringen, vielleicht einzelne Geräte. Vielleicht kann man den auch als Warenlieferanten nutzen, um den mit Paletten zu befüllen und mit den Paletten dann relativ schnell sozusagen zum Supermarkt zu fliegen. Vielleicht sind das so Sachen, die wir irgendwann mal testen werden. Wo können wir denn hier eigentlich einsteigen? Hier. Motor läuft. Dauert aber einen kleinen Augenblick, bis er richtig hochgefahren ist. Und dann machen wir doch mal einfach heute mal einen kleinen Rundflug über die Map. Oder fällt mir ein, müssen wir zumindest mal schnell die Radlader erstmal anschmeißen hier wieder, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir den Sound die ganze Zeit. Ist das ein Bug? Das wäre natürlich nicht so cool. So, er hat fast eine volle Schaufel, müssen wir noch einmal hier wieder hinstellen. Viel ist es auch nicht mehr, dann hat der das tatsächlich hier geschafft. Wir haben ja aber auch heute wieder 200 Blackstream gerade gehabt. Naja, wir haben ja aber auch, wollte ich sagen, schon wieder eine Menge Geld auf der hohen Kante. So, wo steht der hier rum? Irgendwo im Silo hier hinten? Oder eigentlich vermisse ich hier noch. Oder hatten wir den, hatten wir getankt, weil der fertig war, ne? Dann müssten wir noch einen neuen Courseplay aufzeichnen. Dann steht er wohl hier oben. Im vollen Zustand. Na, dann mal los mit dir. Das ist natürlich blöd, ne? Vielleicht, ich überlege gerade, wie in einem Rundflug, wenn es jetzt gleich dunkel wird, wäre ja vielleicht schöner, wenn wir ein bisschen Rundflug bei Tag machen können. Also, ich glaube, ich setze erstmal, es geht ja schnell, oder? Neuer Crossplay-Kurs. Ich will hier den Rest der Silage hier auch noch verkaufen. Und ja, ne, ich gehe nochmal auf die Kommentare ein zum Thema Obst. Tut mir leid, irgendwie kommt da nochmal was. Aber es ist ja auch immer nicht ganz so einfach. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten hier auf der Map und klar, Obst interessiert mich noch. Aber aktuell standen so ein paar andere Sachen an. So, machen wir doch. Kursaufzeichnung beginnen. Ein Pausepunkt. Ab über den Berg. Zumindest ist der auch nicht so steil wie die anderen Silos, das ist ganz praktisch. Dann setzen wir hier wieder einen Pausepunkt. Fahren noch ein kleines Stück, fahren rückwärts. Und dann schwenken wir rechts aus. Oder nee, lieber links. Besser. Dann fahren wir wieder vorwärts. Bin mal gespannt, ob der Kurs nachher funktioniert. So, Pausepunkt. Rückwärts. Und wieder vorwärts. Zum Startpunkt. Ungefähr hier. Start, Stopp, Abfahrt einstellen. Los geht's hoffentlich mit dir. Dann müssten wir den Kurs noch speichern. So werden wir dann gleich sehen, dass er funktioniert und dann werden wir unseren Hubschrauber nochmal testen. Nur, dass der hier zwischendurch wieder ein bisschen Silage für uns verkauft. Okay.
das funktioniert bisher. Da kann man nachher im Zweifel auch nochmal aus der Luft gucken, ob die hier auch ordentlich arbeiten. Das ist natürlich nicht gerade der schnellste. Schaufel kommt hoch. Und Schaufel kippt ab. Sehr schön. Wenn du jetzt noch wieder zum Start zurückkommst, haben wir es geschafft. Das wäre für uns ganz entspannt hier den letzten großen Silageberg leer macht. Der andere ist ja schon angebrochen. Aber hier liegen. Was liegt denn hier eigentlich? Oh ja. 1 Million. 1 Million und ein bisschen. Ja, sieht gut aus. So, wollen wir den einmal speichern. Ist das hier Hof 4, Silo Klein 1. Passt schon, oder? Ja, ich glaube schon. Müssen wir uns mal das nächste Mal wieder dran erinnern. So, gucken wir mal, solange wir noch ein bisschen Tageslicht haben, dass wir ihn jetzt aber mal testen, ne? Nur mit Zeit. Er muss erstmal anspringen, also man muss sich nicht wundern von wegen, oh, der funktioniert bei mir gar nicht, der fliegt nicht. Man hört jetzt da so Startgeräusche und irgendwann ist der Motor richtig saftig da. Jetzt haben wir es, jetzt hört ihr es. Und dann kann man mit linker Maustaste abheben. Und ich finde es echt cool, dass es sogar funktioniert. Man kann ganz normal steuern, kennt ihr mit WAD. W-A-S-D, also W nach vorne, mit S nach hinten und dann eben logischerweise A nach links und D nach rechts. So, also kann man uns die Karte noch mal ein bisschen von oben angucken. Ich finde es eigentlich echt schick. Und vor allen Dingen, der ist auch nicht langsam, ne? Wenn man dann wirklich mal ein bisschen Speed macht. Man kommt ja überall immer praktisch hin. Ist nur ein bisschen schade, dass es jetzt gerade so dunkel ist, ne? Fliegen wir mal über den Hof. Da stehen die Drescher alle startbereit, dass wir sie auf die Insel kriegen. Hier haben wir die Mehlmühle für Gerste und für Weizen. Hier so eine kleine Rapsmühle. Ich kann ja mal kurz mal alles erklären, ne? Hühnchenstall, Masthähnchen sind das hier sozusagen, die gezüchtet werden können. Natürlich die normale Schafswiese, Paletten. Eierlegestation hier rechts, Mischfutterfabrik, hier kann man Mischfutter herstellen. Ja, hier ganz normale Verkaufsgetreidemühle heißt das Ganze. Das wäre der kleine innere Kern hier der Map. Fliegen wir mal ein bisschen weiter nach außen. Und dann müssen wir auch bald landen und überlegen die Nacht und vielleicht am nächsten Tag nochmal ein bisschen bei schönem Licht beim Sonnenaufgang hier rumzufliegen. Hier das Depot, Gartencenter, hier vorne hat man noch die Möglichkeit Gülle und Mist zu verkaufen, das kleine Fußballstadion, natürlich praktisch zum Bierankauf oder Brot kaufen die auch an, hier vorne ein kleiner Hof mit Biogasanlage, hier die kleine City mit dem Edeka-Markt, bei dem alles mögliche an erzeugten Waren hier auf der Map verkauft werden kann, hier haben wir kleine Wasserholstation bei den Türmen da unten, die gute Araltanke. So, hier den Güterbahnhof mit Zug zum Abfahren. Hier ohne Zug abfahren, normaler Bahnhof, Verkaufsstation. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich die noch extra gemacht habe, aber habe ich irgendwann mal. Vorne wieder ein bisschen Deko. Hier jetzt auf jeden Fall Industrie. Ist ja echt nicht schlecht, ne, dass er so in der Luft liegt. Ich finde es praktisch. Cool gemacht. Auch für die Rotoren. Ich meine, gut, da hinten dreht ein bisschen langsam. Aber sonst sieht es echt gut aus. Ja, weiter. Hier unten ist die Bäckerei. Jetzt kann man Brot und Backwaren herstellen. Fliegen wir hier nochmal ein Stück weiter. Vorne ist einer der neueren Gebäude, die Bierbrauerei. Weizenbier und Gerstebier kann man herstellen und dann eben
Supermärkten verkaufen. Ölfabrik, Raffinerie eher gesagt, hier kann man aus dem Rohöl Diesel herstellen oder auch eben aus Raps ein bisschen Sprit herstellen. Das einfache Verkaufssägewerk, der jeder kennt. Zeltstoff, ne, ist es eigentlich nicht, ne? Ist auf jeden Fall Hackschnitzelverkauf hier direkt unter uns. Schwenken wir nochmal hier rüber. Hier haben wir Rohöltanks, also da kann man Öl abholen und zur Raffinerie dann rüber kutschieren. Hier ist das Restaurant zum Verkauf. Auch von Eiern und sowas und auch von Getreide kann man hier verkaufen. Wird dann irgendwie weiter deponiert, wie auch immer. Maismühle. Die einzige Maismühle auf der Map, muss man vielleicht auch wissen. Schön große Biogasanlage, kennt ja jeder, ist eigentlich Standard. Hier vorne Schweine- und Rinderzucht. Da merkt man erstmal, was eigentlich alles auf der Karte mittlerweile ist. Und wie weit, wie groß die Map auch ist, ne? Wenn man sich mal so umguckt. Mann, was steckt hier an Stundenzeitarbeit und was ist die Nerven und Tests und Fehlerbehebungszeit drin, der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ist das deiner hier? Ups, zum Verkauf, Achtung, Windmühle. Auch ganz schön schnell, wenn man länger geradeaus fliegt. Hier vorne gibt es Kies, da hinten im Wald gibt es noch eine Sandstation. Ja, und hier haben wir dann neuerdings Hausbau. Eins haben wir ja schon fast fertig gebaut. Steinfabrik, Zementfabrik. Alles am Start. Nehmen wir nochmal richtig Fahrt auf, aber wir sehen, es ist schon ganz schön dunkel hier. Im Osten, im Westen ist noch Sonne. Aber man kommt schnell voran, ne? Wenn man hier mit 160 oder so über die Karte heizt. Ich bin auch froh, dass also bisher das nicht ruckelt. Ja, Sand- und Kieswerk. Stehen immer hier zwei Packer. Muss man passende Anhänger haben für Sand und Kies. Ich habe auch einen neuen dabei. Danke für den Tipp. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe ihn zumindest mit dabei. Einen ordentlichen Anhänger mit einer ordentlichen Plane. Wahrscheinlich. Ja, hier vorne Strohkraftwerk, Strohverbrennung, natürlich unsere Biogasanlage. Da wollen wir noch mal gucken, ob unsere Radlader auch ordentlich arbeiten. Einen sieht man hier, der andere, den sieht man da hinten. Der hat die Aufgabe gerade erfüllt. Dann müssten wir den vielleicht noch mal auf das letzte Silo hier ansetzen. Weiß ich nicht. Hier hat man noch mal zweimal Rinderzucht. Also Rinderzucht ist gut vertreten auf der Map. Und natürlich auch wieder ein bisschen Lagerfläche. Die Tanks an den Tankstellen kann man meistens mit Diesel befüllen. Wenn sie leer sein sollten, sie einfach selber Diesel produzieren und die Tankstellen wieder auffüllen. So, ein bisschen Felder hier eben, ne? Ist noch hell genug, oder? Boah, ich glaube, ich unterbreche jetzt gleich den Rundflug. Und dann setzen wir den fort, wenn es wieder hell ist. Hier, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Sägewerk, hier vorne zwei Stück. In der Mitte heißt es noch Holzscheitelfabrik und ganz oben die hier, was ist das? Holzkohle, Holzkohlebrennerei sozusagen. Da wird Holz, die Holzscheitel verbrannt und zur Holzkohle gemacht. Mit rechter Maustaste kann man wieder sinken. Müssen wir mal kurz einstellen, dass der nicht auf der Taste weg öffnet. So. Hier vorne den Wald, den wir schon angefangen haben, wegzuholzen. Da stehen die Fahrzeuge ja auch noch so mittendrin. Hier ist ja so ein kleines Lager, in Anführungsstrichen eine Verkaufsstation für Paletten. Kann man zur Not die Holzpaletten gleich wieder verkaufen, hier vorne bei der Verladerampe. Oder man bringt die Paletten irgendwo anders hin, wenn man sie halt zum Hausbau oder so braucht. Hier noch ein kleiner Hof, Pferdehof sozusagen, also ein kleiner Pferdestall. Und so ein bisschen Möglichkeit, Stroh und Gras zu verkaufen, aber ansonsten keine weiteren Funktionen hier. So, wo wollen wir jetzt landen? Auf dem Dach hier oben. Ich weiß nicht, also Holzpaletten, glaube ich, kriegen wir nicht rein. Gas geben, ein bisschen höher vielleicht, sonst hauen wir gegen die Bäume.
schön schnell. Ist also die Höchstgeschwindigkeit. Auf jeden Fall haben wir den noch mal ganz ausgiebig jetzt schon mal ein bisschen getestet. Also den Rundflug haben wir dann noch mal hier vorne, ne? Getreidelager und die Kaufstation. Und da hinten, naja, es gibt noch ein bisschen vielleicht. Wie groß ist der eigentlich? Ich wollte eigentlich jetzt hier bei den Kühen landen. Ich dachte, hier haben wir doch eigentlich genug Fläche. Ja genau, haut lieber ab. Eigentlich ist das auch ein blöder Platz. Jetzt erstmal hier beim Lager runter. Hier ist nämlich genug Platz, um ihn erstmal einzuparken. Okay, wäre natürlich in Wirklichkeit knapp schief gegangen. Ist ja echt groß. So wollte ich das ungefähr. Ja, nicht schlecht, ne, der Mod. Also an diejenigen, die das erstellt haben, auch alle Achtung. Steckt eine Menge Arbeit drin, ne? Erstmal das Modell sozusagen, dass das auch so funktioniert hier mit dem Rotor. Nicht schlecht. Aber eher mal so ein kleines Spielzeug. Es gibt noch den anderen Hubschrauber, der hat die Möglichkeit eben auch zu düngen. Und der ist, habe ich jetzt gar nicht gezeigt gerade eben, ja, zeige ich jetzt auch nicht mehr. Aber hier hinten hat er eine Ladeklappe, die kann man öffnen und dann kann man mit kleinen Traktoren und so auf jeden Fall hier reinheizen. Also für diejenigen, die es brauchen können, ist auf jeden Fall optisch und funktionstechnisch zu empfehlen. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge machen wir wieder ein bisschen was Sinnvolles dann. Vielleicht, wenn es hell wird. Na, es wird in der nächsten Folge noch nicht hell werden. Wir werden jetzt in der Nacht dann die Zeit ein bisschen versuchen zu nutzen, die Fahrzeuge auf die Insel zu bekommen. Zum Rapsdreschen. Ich habe mich auch entschieden, eigentlich, also ein 2 Meter schon, danke für den Vorschlag, aber ich werde doch alle, also mindestens 4 rüberholen. Und Cosplay-Abfahrhelfern müssen wir mal gucken, wie wir das managen. Überfahr, also Überladewagen will ich nicht dabei haben, damit haben wir am Anfang ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Schlecht eingestellt vielleicht auch. Aber gut, wir machen in der nächsten Folge dann weiter, ne? Bis dahin, danke euch fürs Zuschauen. Schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.